Ja, hallo. Wir sind heute da, um euch über Package Management zu erzählen. Und zwar über Package Management Done Right. Wir haben heutzutage viele Paketmanager, die so im Umlauf sind. Aber in der Realität tun die alle relativ das Gleiche. Wir haben Apt, wir haben Pacman, wir haben, was haben wir noch? Roo. Wie heißt der von Gentoo? Emerge, dankeschön. Warum ist das wichtig? Warum ist was wichtig? Paketmanager, ja. Also, Paketmanager sind wichtig, ja. Paketmanager sind wichtig, weil die machen, die nehmen uns die ganze Arbeit mit unseren Paketen ab. Sie installieren, deinstallieren Software und verwalten den ganzen Kram wie Konflikte. Sie sorgen dafür, dass wir den Paketen trusten können, die wir auch dann installieren über den Paketmanager. Aber sie sind alle relativ ähnlich und was sie für Probleme haben, zeigen wir euch jetzt. Sie machen 4 verschiedene Dinge. Wir haben mal eine Liste gemacht. Das erste ist Software ausliefern, die zusammenpasst. Das heißt, die richtigen Dependencies hat in den richtigen Versionen. Aber was passiert, wenn es 2 Executables gibt, die verschiedene Dependencies brauchen? Das eine Paket will Library C in Version 4.20, das andere Paket will Library C in Version 2.30, dann geht das nicht so ohne weiteres, sondern der Maintainer muss sich viel Arbeit machen und vielleicht was backporten oder so weiter und so weiter. Wir wollen, dass die ausgelieferte Software vertrauenswürdig ist. Checksummen, Signaturen, das Übliche. Aber was passiert heute oft bei Package Managern? Der Maintainer lädt Binaries hoch. Und wenn man Binaries hochlädt, dann kann man nicht mehr so sicher sein, dass auch das drin ist, was draufsteht. Und wir wollen Tests laufen lassen, sowohl lokal als auch in der CI. Und heutzutage sind viele Tests, die man über Pakete machen will, leider nicht wirklich automatisierbar. Ja, und dann setzt so ein Paketmanager natürlich noch die Standards der Distro durch. Also wir haben irgendwelche Verzeichnisstrukturen. Zum Beispiel haben wir irgendwie User Bin, da liegen dann irgendwelche Libraries. Wir haben teilweise Libraries in /lib. Das ist, jeder Paketmanager macht das so ein bisschen anders. Und dabei treten auch Probleme auf. Also zum Beispiel haben wir jetzt 2 Pakete und die wollen beide was in verschiedene Verzeichnisse ablegen. Und das geht halt so lange gut, solange sie was in verschiedene Verzeichnisse ablegen wollen. Und wenn jetzt beide vielleicht die Config-Dateien etc. Config haben wollen, dann ist das ein Problem. Und der Paketmanager sollte sich eigentlich darum kümmern, aber das tut er halt leider nicht. Und beziehungsweise er kann es gar nicht, weil viele der Paketmanager dem File System Hierarchy Standard folgen. Der genau. FHS, den wir ab jetzt als FHS abkürzen werden, wir brauchen ihn, glaube ich, nicht mehr so häufig, der ist sinnvoll, aber er hat eben seine Einschränkungen, nämlich man braucht ein konsistentes Bild des Systems. Und 2 verschiedene Versionen von einem Paket werden schwer. Ein selbstkompiliertes Paket, was zusätzlich zum Systempaket noch da sein soll, wird extremst schwer, weil das Executable will natürlich suchen, welche Libraries da sind und nimmt die falschen Versionen und dann passieren Runtime-Crashes und so weiter. Ja, die weiteren Standards, die so ein Paketmanager durchsetzt, ist ja für die Dokumentation. Also wir haben ja irgendwie Man-Pages meist, die wir nutzen. Das heißt, so ein Paketmanager installiert dann auch erstmal die Man-Pages für die entsprechenden Pakete. Drück du lieber, wenn du, und, wenn du redest. Kümmert sich darum. Ja, dann haben wir noch irgendwelche Konfigurationsoptionen für Pakete. Unter Gentoo wird das oft mit UseFlags gemacht, dass wir irgendwie andere Dependencies haben, dass wir vielleicht mit Pulse Audio das Programm haben wollen oder nicht mit Pulse Audio. Wir wollen irgendwelche Kernel-Modules vielleicht laden, dies, das. Und offensichtlich, aber wir haben es bis jetzt noch nicht angesprochen, Software verwalten, installieren, deinstallieren. Beim Installieren, wem von euch, ich will jetzt Hände sehen, wem von euch ist schon mal passiert, er macht ein Upgrade oder ein Dist-Upgrade, vielleicht auf Arch oder Ubuntu oder auf Debian und der Strom ist weg. So ist noch niemandem hier passiert. Das ist eigentlich relativ selten, außer es sind gute Admins, die dann so tolle Netzteilverwaltung haben. Aber so auf Heimrechnern passiert öfter mal, System kaputt. Oder einfach der Paketmanager ist buggy, System stürzt ab während dem Update, System kaputt. Das ist auch schon passiert. Okay, das ist schon Leuten passiert.
wenn man Arch hat, kennt man das. Ja, ich bin auch auf Arch gewesen ein paar Jahre. Und ja. Ja, und man will dann, dass das möglichst atomar passiert. Also das heißt, entweder installiert sich das Paket ganz oder genau. Gar nicht. Wenn es nuklear passiert, ja, das ist tatsächlich doof. Nukular. Bei der Deinstallation will man nicht, dass Dinge übrig bleiben. Oder will man es doch? Weil man hat ja Config-Dateien, die hat man in etc liegen, die hat man schon editiert. Und wenn der Paketmanager die löscht, aber vielleicht sind die Config-Dateien dann 3 Jahre auf deinem System und nach 3 Jahren installierst du das Programm wieder und wunderst dich, warum das Programm komische Configs hat oder überhaupt nicht mehr funktioniert. Rückstände. Kennen Windows-Nutzer, kennen aber auch Unix-Nutzer. Ja, dann haben wir verschiedene Services, um die sich so ein Paketmanager auch aufkümmert. Und eines davon, also wenn wir jetzt irgendwelche Services haben, wie zum Beispiel so ein Apache, dann haben wir ja Config-Dateien und hier haben wir das Problem, dass meinetwegen das System liefert jetzt eine Default-Config aus und die ändert sich in irgendeinem Update von dem Paket. Was tun wir? Wollen wir jetzt die Änderungen überschreiben quasi? Wollen wir die Config überschreiben, die vielleicht der Nutzer schon geändert hat? Das funktioniert einfach nicht. Und wir müssen Pakete auch starten und gegebenenfalls neu starten beim Update. Auch dafür, darum muss sich ein Paketmanager so kümmern. Was ist das Problem, das all diesen Dingen oft zugrunde liegt? Ich habe hier mal ein kleines Schema aufgezeichnet. Links oben haben wir die Paketdefinitionen. Das sind bei Pacman sind das die Package Builds, bei Debian sind das die Ordner, wo die Sources drin liegen, beziehungsweise die Anweisungen und die Metadaten und so weiter. Die gehen in den Paketmanager rein und der Paketmanager fängt dann an, sie umzusetzen. Und zwar auf dem Dateisystem. Das heißt, der Paketmanager modifiziert das Dateisystem. Danach deinstalliert man Pakete. Der Paketmanager geht her, nimmt den State des Dateisystems, modifiziert ihn und man kriegt einen neuen State. Woran erinnert das in der Programmierung? Es gibt hier bestimmt einige Programmierer. Ich habe das mal im Pseudo-Python-Code dargestellt. Das ist ein imperatives Programm. Wir haben eine Endlosschleife. Install Programs, wir installieren Programme, wir ändern unsere Configs in etc. Wir entfernen sie wieder. Wir ranten ein bisschen über Pöttering. Dann updaten wir Libraries und das Ganze ad infinitum. Was ist ein Ansatz der Lösung, den wir heute vorstellen wollen? Ja, das ist, wir nehmen unsere Paketdefinition und geben die unserem Paketmanager. Und was der Paketmanager mit diesen Paketdefinitionen macht, ist, er erzeugt quasi diese Pakete und legt sie in einen Store. Den Store, quasi, der liegt irgendwo, bei NixOS liegt er auf dem Dateisystem, aber es ist, wir können da drin nicht schreiben. Read-only. Es ist read-only. Nur der Paketmanager kann da drin schreiben, also auch nicht root. Das ist hier das Interessante dabei, so dass wir da irgendwie die Programme und so weiter, die können dort nicht rumschreiben und der Paketmanager legt da einfach die Pakete ab. Was man gut sieht im Vergleich zum vorigen, die Schleife rechts hat sich entfernt. Genau, und dadurch passieren dann ganz viele tolle Sachen, weil wir die Pakete hashen können. Wir können den Hash geben, der Hash ändert sich garantiert nicht, weil wir da nicht drin rumschreiben können. Das werden wir gleich noch und weiter ausführen. Das werden wir gleich noch genau ausführen. Interessant ist, dass das Ganze korrespondiert mit den Programmierparadigmen des funktionalen Programmierens. Ich habe es jetzt mal so in einer Haskell-artigen Schreibweise dahingeschrieben. Das kann man natürlich auch wie Python schreiben, aber wir haben eine Bauanweisung. Das ist hier ein Triple aus allen Dingen, die reingehen, nämlich Pakete, also Paketdefinitionen, Konfigurationen und Optionen, und rauskommt eine Bauanweisung von dem fertigen System. Und der Paketmanager tut nichts anderes, als diese Bauanweisungen umzuwandeln in ein tatsächlich realisiertes System. In Nix ist es dann ein fertiger Store-Path, wo die Dinge drinstehen. Was haben wir dann für Folgen? So einige der Dinge, die wir dann plötzlich tun können, sind lokale Shells mit beliebigen lokalen Abhängigkeiten. Als Entwickler ist es ganz praktisch. Ich kann Libraries in verschiedener Version, Executables in verschiedener Version einfach in eine lokale Shell tun. Und wenn ich aus der Shell wieder rausgehe, bin ich komplett wieder in meinem alten ursprünglichen Path. Ja, wir haben
Wir können als Nutzer Pakete installieren, weil der Paketmanager schreibt ja nicht mehr auf dem Dateisystem rum. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass beim Installieren des Pakets eventuell irgendwo auf irgendwelchen Dateien als Root rumgeschrieben wird und wir dann irgendwie eine Privilege Escalation haben. Wir haben, wie schon gesagt, deterministische Builds. Das bedeutet im Endeffekt im guten Deutsch keine Überraschungen, sondern was reingeht, bedeutet, das Gleiche kommt immer raus. Die Builds sind abgeschottet und schön containerisiert, während sie bauen. Und am Ende kommt halt ein Ergebnis raus. Und das Ganze hat auch zur Folge, dass wir plötzlich atomare Upgrades machen können und atomare Rollbacks. Denn wenn wir ein System haben in einem Zustand, wir bauen, irgendwas passiert, dann ist noch nichts passiert im System, sondern erst ganz am Ende steigen wir um auf den neuen Output des Systems. Also wir modifizieren nicht, während wir bauen, Dinge auf dem System, sondern sie sind unabhängig und atomar. Ja, die Bauanweisungen sind kombinierbar. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine Paketdefinition habe, dann kann ich das einzelne Paket bauen. Ich kann auch einfach mehrere Paketdefinitionen dahernehmen und habe eine ganze Konfiguration für mein System. Das heißt, ich kann eben dahin gehen und sagen, hey, so soll mein System aussehen, diese Pakete sollen installiert sein, diese Services sollen laufen und dann entsteht da etwas, was vergleichbar ist mit etwas wie Ansible oder so, dass wir plötzlich ein System haben, mit dem wir Software, mit dem wir ganze Systeme halt deployen können. Und als letztes haben wir ein duales Modell von sowohl Binary Caches. Wir haben gleicher Input, bedeutet gleicher Output. Das heißt, wir können, wenn wir wissen, wir hatten den gleichen Input, einfach den Output von irgendwo ziehen, was verifiziert ist, zum Beispiel in einem Continuous Integration System oder unserer Distro. Und wir können, da wir die kompletten Bauanweisungen auch lokal haben, jederzeit auf das Bauen from Source zurückfallen, wenn irgendwas fehlt auf Upstream. Jetzt haben wir viele Dinge erzählt, die vielleicht erstmal so ein bisschen magisch klingen und überhaupt keine Begründung hatten bis jetzt. Das heißt, wir zeigen jetzt einfach mal ein paar reale Anwendungen, um euch vielleicht ein bisschen heiß drauf zu machen, was nix alles so kann. Die Virtual Envs, die ich vorher erklärt hatte, hier als Beispiel mit Python. In der ersten Zeile mache ich eine Nix-Shell auf, das ist quasi eine lokale Shell. Dem sage ich, gib ihm die Pakete IPython, Flask und SQL Alchemy aus den Python-Packages, die kennt vermutlich einige von euch. Und dann auf der fünften Zeile sieht man, er ist plötzlich in einer Shell und da drin ist IPython installiert und wir können innerhalb von IPython SQL Alchemy importieren und es gibt keinen Importfehler oder so. Unter der Voraussetzung, dass es davor nicht im äußeren System installiert war. Also davon gehe ich jetzt aus. Hätte auch sein können, aber müsst ihr jetzt einfach glauben oder selber ausprobieren. Und wenn wir wieder rausgehen aus IPython, sehen wir, in der Shell können wir auch eine Flask-Application einfach ausführen. Das Ganze geht auch in Haskell. Ist ein bisschen anders invokiert. Da haben wir eine Closure, wo wir ein GRC bauen mit den Paketen ASIN und LENS. Dann kriegen wir wieder die Shell, können GRC aufrufen, können LENS importieren. Und interessant hier ist auch, wir haben für viele Programmiersprachen Tools, die die Bauanweisungen dieser Programmiersprachen umwandeln können in Nix-Dateien und dann eine Shell daraus direkt aufmachen mit allen Abhängigkeiten. Und das Interessante hier ist auch nochmal, wenn ich jetzt die Shell verlasse, dann habe ich natürlich wieder keinen Zugriff auf diese Pakete, sondern das ist quasi nur innerhalb dieser Shell. Genau. Das hatten wir jetzt für zwei Programmiersprachen besprochen. Es geht auch für den normalen Make-Install-Rhythmus, Configure-Make-Make-Install. In dem Beispiel habe ich einen i3. In Zeile 1 ziehe ich mir die Source von dem i3, wie sie im Repo ist, also wie sie in den Bauanweisungen vorliegt, entpacke sie auf Zeile 5, gehe in den Ordner von dem entpackten Source-Code und rufe eine Nix-Shell mit -a auf. Das bedeutet, gib mir alle Abhängigkeiten, die du brauchst, um i3 zu bauen und wirf mich in eine Shell mit diesen Abhängigkeiten installiert. Und innerhalb der Shell habe ich dann wieder Configure, Make, Make Install. Make Install macht wenig Sinn, aber Configure und Make und kann i3 manuell installieren und halt am Source Code rumschreiben und dann Dinge tun. Achso, das hatte ich vorher gesagt, mache ich es nochmal.
Noch weiter, wenn wir MPV haben und wir wollen andere Features aktivieren, so wie bei Gentoo mit UseFlags, dann sagen wir einfach, wir schreiben eine Datei, da overriden wir MPV mit Wayland Support auf True und den Skript, dem Convert-Skript, wo man Videos ausschneiden kann und konvertieren kann. Ja, und dann wird halt Wayland als Build Dependency hinzugefügt. Genau, und dann führen wir NixBuild auf dieser Datei aus. Er fängt an, MPV zu kompilieren mit der Wayland-Abhängigkeit und am Ende kriegen wir ein Result raus, was den neuen MPV drin hat und mit nixenv-i können wir das Ganze auch gleich in unserer UserEnv installieren und haben das dann auf unserem Path. Ja, dann haben wir jetzt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, Services. Unter systemd ist es ja zum Beispiel so, dass der Paketmanager übernimmt, dass das die ganzen Systemkonfiguration für die Services auch übernommen werden, dass die Daemons gestartet werden und dies und das. Und hier haben wir ein einfaches Beispiel für so ein Nginx, wo ich hier einfach in einer globalen Systemkonfiguration innerhalb von Nix sage, ich möchte Nginx enablen und dann VirtualHost für example.com definieren, der dann irgendwie auf der Location slash eine index.html mit Hello World zurückgeben soll. Und darüber habe ich dann noch Force SSL gleich true und Enable ACME gleich true. Und was das jetzt macht, ist echt unglaublich. Es installiert nämlich, wenn ich jetzt dieses System so baue, mein Nginx, es installiert mir ein Let's Encrypt Client, es holt mir ein Let's Encrypt Zertifikat und startet diesen Nginx so mit dieser Config mit Let's Encrypt. Das ist so das Ende der Deklarativität. Wir sagen, ich will einen Server mit SSL, drücken auf den Knopf, warten ein paar Minuten und dann haben wir einen Server mit SSL am Laufen und HTTPS-Support. Machen wir Fragen am Ende. Wir müssen schauen, dass wir von der Zeit durchkommen. Wir haben noch ein bisschen was. Aber wir sollten noch Zeit haben für Fragen. Einfach merken. Wir gehen dann gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. So wird die Config dann ausgeführt. Wir packen das in unsere System-Config, sagen NixOS Rebuild Switch. Dann sagt er uns nach einer Zeit, nachdem er Dinge installiert hat, the following new units were started. Oder runtergeladen hat, muss man sagen, entpackt hat, aber nicht installiert in unser System. Er hat die Systemd-Services, den Nginx-Service neu gestartet, die ACME-Timer aktiviert. Und wenn wir dann curlen auf die Domain, die wir vorher angegeben haben, hier example.com, kriegen wir unser Hello World zurück. Und wenn wir merken, oh, wir wollen vielleicht nicht Hello World haben, dann sagen wir, mach ein Rollback bitte auf das System, bevor wir das aktiviert hatten. Alle Nginx-Prozesse werden wieder gestoppt und der Service ist wieder vor. Oder wir sagen, oder man entfernt es einfach aus der Config und switcht ganz normal und dann ist auch wieder alles weg. Unterschied zu Systemen wie Puppet, da kann man meistens Dinge nur einmal installieren und dann nicht wieder auf den vorigen Zustand einfach zurücksetzen, ohne den kompletten Container wegzuwerfen und neu zu bauen. Ja, das Verwirren ist jetzt gerade, auf welcher Ebene sind wir denn eigentlich? Haben wir jetzt hier einen Paketmanager, haben wir jetzt hier ein Tool wie Ansible oder sonst was? Ja, wir haben eigentlich alles zusammen. Das ist so ein bisschen das Interessante hier. Wir haben nämlich auf der einen Ebene den Paketmanager quasi pur, nämlich Nix. Und der installiert halt unsere Pakete. Wir haben die Nix Expressions. Das ist eine eigene Sprache innerhalb von Nix, die zur Konfiguration benutzt wird. Und unsere Paketdefinitionen sind in dieser Nix Expression geschrieben. Das zeige ich gleich auch noch an einem einfachen Beispiel. Genau, und dann haben wir eben diese Environments, die wir ja auch vorhin auch schon gezeigt haben, die dann auch nochmal irgendwie zurück auf den Paketmanager gehen und letzten Endes auf Betriebssystemebene dann von NixOS selbst haben wir eben diese Services, die dann auch in Nix Expressions definiert werden und auch komplett in dem Nix Store abgelegt werden. Wir sind gut in der Zeit. Oh. So, jetzt werde ich ein bisschen die unterste Ebene beleuchten, die wir gerade gesehen haben, nämlich auf was basiert das alles. Ruft euch nochmal in die Erinnerung, die einfache Kette von Eingaben gehen durch den Paketmanager und die gleiche Eingabe führt immer zur gleichen Ausgabe. Und wenn eine andere Eingabe, wenn auch nur ein Zeichen sich ändert, ändert sich die Ausgabe. Und das wird dann als Ausgabe in den sogenannten Store geschrieben. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen mit Hashes. Das heißt, wenn man quasi
die Eingaben alle hasht, dann kommt da ja ein Hash raus. Ja, logischerweise. Und darüber können wir relativ eindeutig sagen, dass diese Eingaben gleich sind oder Damit können wir relativ eindeutig sagen, dass die Ausgaben gleich sind. Damit können wir absolut eindeutig sagen, dass die Eingaben die gleichen waren. Das ist ein bisschen technischer jetzt. Wer von euch Merkle Trees kennt, das sind die Datenstruktur eines Baums, wo man immer die Werte an den verschiedenen Teilen des Baums hasht. Und wenn man Blätter hat, dann werden einfach die Werte gehasht und drüber werden die Hashes der unteren Blätter wieder gehasht. Und sowas Ähnliches passiert hier auch. Diese Eingabedatei, das ist eine Derivation-Datei, nennen wir das unter Nix. Das ist quasi die komplette Bildanweisung dieses Pakets. Die enthält auch die Shell-Skripte, die benötigt sind. Die enthält, man sieht hier ein bisschen, die Shell-Skripte waren ein bisschen weiter unten, die sind einfach komplett aneinander konkateniert. Und wie man auch sieht, das ist nicht menschenlesbar. Warum, da kommen wir gleich dazu. Beziehungsweise, wenn wir ein Leerzeichen zu viel einfügen, sieht man, dass der Hash sich sofort ändern würde. Und der Hash ist oben in dem Store als Dateiname hinterlegt. Von der Eingabedatei. Und wir sehen weitere Store-Paths innerhalb von der Derivation, die wieder weitere Hashes enthalten. Das sind wieder Eingabedateien. Wenn sich eine der Dependencies, also der Abhängigkeiten, ändert, die Eingabe der Abhängigkeit ändert, ändert sich auch der Hash der Eingabe und es ändert sich unser Hash von unserer Eingabedatei. Merkle Tree. Genau. Und das ist quasi die ganze Idee hinter dem System. Ich kann das Ganze, diese DRV-Datei, ja, hier sieht man oben den Dateinamen 5nla bla 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 minus engines.conf.drv. Die kann ich in das Nix-Store-Tool tun und ihm sagen, realisiere mir das. Dann fängt er an, diese Bauanweisung auszuführen und gibt mir am Ende den Link auf das fertige Produkt. In dem Fall ist es die Engines-Config. Wie man sieht, wenn man Head auf die Ausgabe macht, in Zeile 7 sieht man die ersten drei Zeilen der Nginx-Config sind die Ausgabe. Ja. Wir schreiben diese DRV-Dateien natürlich nicht von Hand, sondern lassen sie uns generieren. Niemand will Hashes selber schreiben. Das ist völliger Blödsinn. Und das Ganze machen wir in einer Sprache, die nennt sich Nix-Expressions. Wenn man noch mal vorher denkt, das ist so die zweite Ebene drüber. Das sind einfach eine Funktion, da kriegen wir oben Argumente rein, das Standard-Environment, ein Tool, was uns URLs runterladen kann, wo wir quasi das Ergebnis, also der Name ist klar und dann sagen wir, die Sourcen ist auf der URL gnu/hello, das ist das Paket Hello World, das gnu hello, mit dem Hash und checke uns bitte das Ganze. Und was das Standard-Env dann macht, ist, es lädt das Ganze runter, entpackt es, macht Configure, Make Install und wie wir sehen, müssen wir nicht groß irgendwas noch angeben, sondern das ist so Standard, dass es ohne große weitere Coding-Magie passieren kann. Und dann kriegen wir GNU Hello raus und können es ausführen. Gab es bis zu diesem Zeitpunkt denn jetzt noch irgendwelche Fragen? Ja. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu und das ist jetzt dann gleich der nächste Teil. Die Frage war, wer implementiert die Direktiven bei zum Beispiel Nginx, um die Konfiguration für Let's Encrypt zu machen? Den Vergleich zu Docker können wir am Ende noch machen. Aber ja, also die Frage war, ob man es mit Docker vergleichen kann. Diese Virtual Environments, die kann man so ein bisschen damit vergleichen. Aber ich würde sagen, das machen wir ganz am Ende. Genau, Ressourcen sind
Auch auf solche Probleme wie zum Beispiel irgendwie, wir haben später, das zeigen wir jetzt gleich im nächsten Teil, eben diese Systemkonfiguration, und damit lässt sich unheimlich viel auch noch machen, was auch in die Richtung geht, ja. Das Problem der Ressourcen, also die Frage war, wie ist das mit Ressourcen, die jetzt nicht im Dateisystem liegen? Das Problem der Ressourcenverwaltung hat man immer, und es gibt einige Ansätze, da können wir ganz am Ende vielleicht noch kurz was drüber sagen. Und ja. Ich habe einen schönen Beweis gesehen, wo jemand relativ generell Vorschriften zeigt, dass Package Management vollständig ist. Gilt das für nichts auch? Naja, Package Management, die Frage war, jemand hat gezeigt, dass Package Management NP vollständig ist. Ob das für nichts auch gilt? Die Antwort ist, dafür müsste ich den Beweis sehen. Und die Annahme des Beweises halt hauptsächlich. Aber ich denke, NP-Vollständigkeit kann man relativ schwer, also es ist einfach zu behaupten, aber man muss halt genau die Annahmen dazu aufstellen. Also es ist auf jeden Fall auf viele verschiedene Arten und Weisen NP-vollständig. Allein schon die Eingabesprache ist NP-vollständig, weil man einfach ausstellen kann und so weiter. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt über die Distribution und über die Service-Skripte, weil da waren die meisten Fragen bis jetzt, und das war auch der nächste Punkt. Ja, genau. Also weiter weg vom Paketmanager haben wir dann halt die Services, und da nutzen wir auch diese Nix-Expressions, um letzten Endes unser System zu konfigurieren. Wir haben so eine globale Systemkonfiguration, in der wir alles Mögliche einrichten. Also man kennt das ja irgendwie, man installiert sein System, hat irgendwie hier und da Config-Files liegen, die meinetwegen, man muss Grub installieren, dann muss man noch irgendwelche Config-Files zu Grub einrichten. Unter NixOS läuft das alles so, wir machen das in einer globalen Systemkonfiguration, sagen dann jetzt hier eben zum Beispiel hier bootloader.grub.device ist gleich, und dann geben wir das Device an, auf dem Grub installiert wird. Und diese Config definiert dann halt unser System. Wir können die bauen mit NixOS Weeble Switch, und damit können wir auch Services konfigurieren. Zum Beispiel hier sage ich einfach, okay, ich möchte einen MySQL-Service, und der soll enabled werden. Das installiert mir dann, falls es noch nicht installiert ist, MySQL, und startet entsprechend einen Daemon. Hier habe ich jetzt noch mal kurz was zur Syntax von diesen Nix-Expressions. Also es ist, hier haben wir zwei Varianten, etwas zu schreiben, die bedeuten beide das Gleiche. Also ob ich jetzt so einen Punkt enable da hinten dran hacke, packe, oder ob ich jetzt irgendwie gleich und dann in diesen geschweiften Klammern enable ist gleich to mache, das ist egal. Ja, und Nginx können wir natürlich auch enablen. Also das ist hier entsprechend das Beispiel. Und da können wir halt weitergehen, das hatten wir vorhin gezeigt, und da wollte ich jetzt noch mal im Detail drauf ausgehen, dass wir quasi hier in unserer Systemkonfiguration unseren Nginx-Service definieren können und können jetzt hier sagen, okay, wir haben Virtual Hosts, das ist Teil eben dieser System-Config, und sagen jetzt hier, okay, wir haben den Virtual Host example.com und die Location slash. Und innerhalb dieser Location haben wir dann als Root-Verzeichnis var www.example. Das Ganze funktioniert under the hood so, dass wir halt Module haben, die sind irgendwo definiert. Das ist zurzeit, kommen halt direkt mit dem System mit. Die ist so ein riesen GitHub-Repo, auf dem alles mögliche, alle Paketdefinitionen liegen, alle Service-Definitionen. Und so eine Service-Definition besteht aus solche zwei Abschnitten, Options und Config. Denn was so ein Service macht, ist, er exposed nach außen hin Konfigurationsoptionen und konfiguriert unser System danach um. Hier machen wir jetzt also einen Test-Service, und was wir machen ist, wir wollen eine Option enable, und so ein enable ist so ein Boolean, der ist per Default false. Wir haben noch irgendeine Beschreibung dabei, daraus wird dann nachher eine Doku generiert. Und dann haben wir halt diesen Config-Teil. Du musst, glaube ich, nochmal weitermachen, oder? Ja. Ja. Genau, hier ist dieser Config-Teil, und innerhalb dieses Config-Teils, da habe ich dann gesagt, okay, wir haben jetzt hier oben make if,
Das heißt, wir erzeugen diese Config nur, wenn config.services.testservice.enable true ist. Das ist dann wieder das, was der Nutzer letzten Endes in seiner globalen Systemconfig gesetzt hat oder am Ende dabei rausfällt. Und wenn also dieser Service, unser Test-Service enabled ist, dann wollen wir systemd konfigurieren. Wir sagen systemd.services, da definieren wir alle systemd-Services und sagen, wir wollen jetzt einen Test-Service definieren. Der hat wanted by multiuser.target und als exec-start gibt einfach hello aus. Ja. Da sieht man, dass NixOS, also wir sind gerade auf dem NixOS-Level, das ist so nochmal eins drüber, wo wir Service definieren, dass NixOS sich entschieden hat, auf Systemd zu basieren. Und um ehrlich zu sein, hat uns das ziemlich viel Arbeit abgenommen. Wir waren ursprünglich, glaube ich, auf Upstart oder so. Das war vor der Zeit, wo ich dazugekommen bin. Und Systemd macht das meiste Management für uns. Wir sagen, wir wandeln eigentlich nur um in Systemd-Services und das Ganze starten, neu starten, verwalten, macht Systemd dann. Das Interessante ja an der Stelle ist, dass eben diese ganzen Config-Optionen, also die ganzen Config-Files, die erzeugt werden, die landen auch in diesem Store. Das heißt, auch da können wir die nicht bearbeiten, die haben bestimmte Hashes. Das heißt, wir haben die gleichen Garantien wie auf der Paketmanager-Ebene auch. Und genauso auch diese Systemd-Services, die werden einfach in diesen Nix-Store abgelegt und von da aus dann gestartet. Und mit diesen Services kann man halt unendlich viel machen. Also wir haben ja vorhin schon gezeigt, wir können Nginx starten und da irgendwie direkt uns ein Let's Encrypt-Zertifikat holen und dies und das. Wir können Mail-Server konfigurieren, wir können DNS-Server konfigurieren, wir können halt alles das machen und System-User konfigurieren, was auch immer. Alles eben noch in diesen Nix-Expressions auf dieser Ebene. Und was es halt under the hood macht, ist dann eben diese Config-Optionen erzeugen, in den Nix-Store legen und eben dann den entsprechenden Services als Input geben, den Systemd-Services. Ja, alles richtig zusammenlinken und den Symlink umlegen auf unser neues System. Und dann halt Systemd sagen, restartet diese Services. Das ist so ungefähr der High-Level-Überblick, wie NixOS funktioniert under the hood. Gibt es dazu gerade noch Fragen? Wir sind gerade auf 50.000 Kilometer Höhe, also da kann man sich beliebig weit reinsteigern und kann beliebig viel Zeit investieren oder auch theoretisch drüber nachdenken. Ja. Also die Frage war, aus Sicht von einem funktionalen Programmierer ist ja das Unix, wie es heute existiert, alles imperativ und sehr, sehr viel mit Seiteneffekten. Und wie hattest du es formuliert? Mutable, also ja, mutable. Und ob es da ein Bestreben gibt, das als NixOS in die Richtung zu treiben, dass alles bis in low-leveligere Bereiche funktionaler wird. Ich würde eher sagen, eher deklarativer. Also imperativ ist nicht das Gegenteil zu funktional, wie oft behauptet wird, sondern funktional und imperativ sind. Imperativ musst du immer sein, wenn du irgendwelche Anweisungen geben willst. aber das Gegenteil von imperativ ist deklarativ. Also ich will nicht sagen, führe Let's Encrypt aus, mit den Settings, dann mache das, dann hole das Zertifikat, sondern ich will sagen, bitte gib mir einen Nginx, also ich will meine Intention deklarieren, deklarativ. Und das System soll das dann für mich übernehmen. Funktionale Systeme, da kann man lange, lange, lange drüber reden. Es gibt so Beschreibungen wie Microkernel, die ja auch in funktionalen Sprachen oft geschrieben sind, wo man quasi das System als Library hat und sein System dann quasi
runterkompiliert, dass nur das reingekompiliert wird, was man braucht. Wenn man, das wird auch weitergetrieben, also ganz oben hatten wir noch NixOps stehen. Das bedeutet, man hat eine Systemkonfiguration, da steht einfach drin, Nginx aktivieren, diese Festplatte hat dieses Dateisystem und diese Services sollen laufen und diese Programme sollen installiert sein. Und jetzt können wir diese Systemdeklarationen sind nur Funktionen. Das heißt, wir können die nehmen und können sie in NixOps schmeißen und NixOps dann sagen, bitte setze mir 5 Maschinen auf, die sind auf diesem Host, die sollen genau diese Config haben. Und dann wird das Ganze verteilt auf die Server und dann dahin kopiert und dann dort das Gleiche gemacht im Endeffekt. Also wir haben die Möglichkeit, Server zu konfigurieren und, wie heißt es so schön, ich bin da nicht so drin in der Container-Welt. Wir haben die Möglichkeit, einfach aus diesen Systemkonfigurationen zu sagen, baue mir bitte ein Docker-Image mit dieser Konfiguration. Das fällt dann auch wieder nur als Dorpath raus oder als ISO-Image oder so. Da kann man im Endeffekt machen, was man will. Es basiert alles auf Shell-Skripten. Also ganz große Teile der Spezifikation von Paketen oder Modulen sind einfach Shell-Skripte, die den eigentlichen Teil des Bauens übernehmen. Da sind manche Leute unzufrieden damit, aber es hat sich gezeigt, dass Bash halt echt ein gutes Tool ist, um ganz simple Dinge zu tun. Imperative, seiteneffektmäßige Dinge. Zum Thema Seiteneffekte. Es gibt hier noch ein paar andere Fragen. Zum Thema, das ist ja das Wichtige. Wenn man ein Paket baut mit Nix, dann wird jede Derivation, die wir auswerten, in einem komplett eigenen Namespace gemacht. Die hat keinen Internetzugang. Die hat eigene Dateisystem-Namespaces. Den kann man eigene maximale Ressourcen geben und so weiter. Das heißt, die sind komplett abgeschottet, soweit es irgendwie möglich ist, vom Rest der Welt. Das heißt, sie können nicht in irgendwie /lib schauen, ob da noch irgendwelche Bibliotheken liegen, sondern sie kriegen nur ihre Eingaben. Also wir schotten so weit wie möglich ab. So, ja. Die Frage war, wie das funktioniert, dass der Store nur read-only ist. Es gibt unter Linux diverse Möglichkeiten, das zu machen. Eine davon ist zum Beispiel AppArmor. Das ist ein Tool, was einem quasi erlaubt, Dinge read-only zu setzen, auf die dann Root auch keinen Zugriff hat. Wobei man sagen muss, beim Store ist es eigentlich hauptsächlich so gelöst, dass das Write-Flag der Dateien nicht existiert, also auf Null ist. Das heißt, das ist der Nix-Store liegt unter /nix. Wenn man irgendeinen Store-Path sieht von vorher, hier zum Beispiel /nix/store/hash und alles in /nix/store ist nur read-only für jeden. Also außer natürlich root, weil root kann immer alles schreiben, aber die Idee ist, dass man das niemals selber modifiziert, sondern dass alles der Paketmanager oder der Build-Daemon für einen macht. Naja, und hier ist es auch so, dass man erstmal als Root an sich keine Schreibrechte hat, bevor man dann nicht irgendwie sich explizit Schreibrechte gibt. Und da drin rumzuschreiben wäre halt so das Schlimmste, was man diesem System antun kann. Kann man machen, sollte man nicht. Ist Blödsinn. Also Root hat erstmal an sich keine Schreibrechte da drauf. Root kann sich natürlich Schreibrechte geben. Also. Mhm. Die Frage war, ob dass es ja irgendwo einen Ort geben muss, wo die ganzen Definitionen drin sind und ob da sowas wie ein AUR geplant ist. Also derzeit ist es so, einerseits, das liegt alles auf GitHub, man kann einfach Pull-Requests stellen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich kann ja auch einfach eben solche Definitionen
meinem System irgendwie auf dem Dateisystem ablegen und dann sagen, hey, guck mal, System, da auf dem Dateisystem hast du auch noch weitere Definitionen und nimm die doch bitte auch mit rein. Mhm. Wenn du einen eigenen Server haben willst, wo du die hast, dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze, aber der einfachste Ansatz ist einfach, die Input-Dateien hinzukopieren, wo du sie haben willst, und dann dort auszuführen, also dann dort zu realisieren. Wie soll man das sagen? Es ist ein großes GitHub-Repo, aber es ist nicht besonders groß. Also die komplette Bildanweisung für alles von dem Bootstrapping des Systems über die 5 Stages, die es hat, bis zu dem high-leveligsten GUI-Programm ist komplett in diesem einen Repo. Ja, was heißt, es ist nicht besonders groß? Also GitHub zeigt manche Dateien nicht mehr vollständig an. Wir haben 100.000 Commits oder so. Also. Naja, okay, nächste Frage. Mhm. Also die Frage war, was tun wir, wenn es irgendwelche Konfigurationen, wenn ich was konfigurieren will für einen Service und die Nix-Abstraktion das nicht unterstützt. Ich habe das ganze Mail-Server, die ganze Mail-Server-Umgebung neu geschrieben. Da war es vorher so, und das ist jetzt auch immer noch eine Option, die man hat, dass ich schreibe ja auch nur meine Config-File irgendwohin und meist in den Nextdoor. Und ich kann jetzt eben hier auch die Config-Option extra config oder so nennen, und da packt man dann einfach einen Multiline-String rein, der dann einfach hinten an die Config-Datei angehangen wird. Dann habe ich ja unendlich Möglichkeiten. Ja, das ist ein Pattern, was für viele Module verwendet wird. Einfach, man muss ja die Config-Datei zusammen kopieren. Oh. Plötzlich so hell. Plötzlich Licht. Und dann am Ende dem Nutzer einfach noch einen Escape-Hatch geben, wenn irgendwas drin sein soll, was nicht drin ist. Ja, am schönsten ist es, wenn die Config-Dateien ein Subset sind von dem, was man mit Nix-Attributen und Listen und so ausdrücken kann, also Nix-Expression, Listen und Attributen. Dann kann man einfach das komplette Ding nehmen und umwandeln in die Config, ins Config-Format. Für INI ist das ziemlich einfach, oder für JSON gibt es direkt einen Exporter. Hm. Die Frage war, ob jedes Paket seine eigenen Versionen vollständig installiert in den Versionen, die es haben möchte. Naja, also die Antwort ist, wenn wir jetzt dem Paketmanager quasi sagen, hier, wir wollen dieses Paket installieren mit folgenden Dependencies, dann installiert der Paketmanager dieses Paket mit diesen ganzen Dependencies, aber halt auch nur dann, wenn die Dependencies noch nicht installiert sind. Und wir können das ja über die Hashes abgleichen, ob das schon existiert. Ansonsten natürlich, wenn ich jetzt Man sollte Pakete da nicht von installieren reden, man sollte da sagen, vom noch nicht im Store vorhanden sind. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe quasi ein großes GitHub-Repo, da ist definiert drin libz. Und es gibt bestimmt 500 Programme, die libz haben. Und auf meinem aktuellen Commit-Hash von diesem großen Eingaberepo ist libz einmal drin. Das heißt, es kriegt genau den gleichen Hash, wenn ich es zweimal baue. Und das heißt, alle Programme, die davon abhängen, kriegen als Eingabe genau den gleichen Hash. Das heißt, ich habe im Store genau einen Pfad liegen mit diesem Hash. Und der wird dann zum Bauen benutzt. Genau so. Kann das Nix-Projekt Ja, also da gibt es. Die Frage war, ist es möglich, die Config-Datei, also ob
ob Nix es fertigbringen kann oder NixOS fertigbringen kann, die ganzen Config-Dateien so umzubiegen, dass sie mit dem Nix-Store zusammenarbeiten und nicht versuchen, ins System auszubrechen. Also es ist, es stellt sich als sehr schwierig heraus. Also wir haben diverse Programme, die halt dann ihre Config-Files in etc. oder sonst was ablegen, weil sie irgendwelche Pfade hardcoded haben. Ablegen wollen, was nicht geht, weil im Bild ist es nicht möglich, irgendwas abzulegen außerhalb von dem Bild. Ja, aber gerade auf der Service-Ebene, dass dann eben diese Konfigurationsoptionen, die liegen dann halt oft in etc., weil das irgendwo ein hardcoded String in der Binary von dem Programm ist oder so. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die saubere Möglichkeit, die man unter NixOS macht, ist halt ein Patch dafür zu entwickeln, dass man irgendwie eine Konfigurationsoption hat für, ich will meine Config-File in dem und dem Ort liegen haben und den Patch dann irgendwie upstream einzureichen. Die andere Option, was dann auch häufig gemacht wird, ist, dass dann einfach irgendwie in etc. ein Symlink erstellt wird in den Nixstore rein. Der wird dann zusammengelinkt und für die Services und für die Pakete muss es immer so sein, dass das Paket komplett eigenständig ist. Das heißt, wenn die schweren Probleme sind schon gelöst, also alles von wo findet der Linker seine Eingabedateien während dem Build bis hin zu wo findet er sie, wenn es ausgeführt wird, das Programm ist nicht trivial, aber ist, wie gesagt, wie man gesehen hat, Hello World wird mit einer Zeile quasi abgehandelt. Es gab auch schon Sachen, wo ich die ODBC Microsoft Treiber Binary in Nix gepatcht habe und dann irgendwie einen /opt-String in dem Binary mit DD raus überschrieben hatte, damit es funktioniert. Aber das sind so die Randsachen für ganz komische Dinge. Die passieren recht selten. Ja, da wird es so langsam zum Ende der Zeit kommen. Also man merkt, mit NixOS kann man sehr vieles machen und das geht deutlich weiter, als man eigentlich so in einen 50-Minuten-Talk bringen kann. Daher jetzt noch einmal so ganz zum Schluss als eine Option, gerade Nix, ohne diesen OS-Teil, ohne diese Services, kann man auch könnt ihr auch auf eurem System installieren. Ja, ladet euch das einfach runter, installiert es, benutzt es mal, spielt damit rum. Der Pipe-SH ist teilweise als Witz gedacht und teilweise als, schaut euch bitte den Link an, bevor ihr das macht. Das ist ein Skript, das will einmal sudo haben. Wer das ausführt, ohne es vorher gelesen zu haben, ist ein Vollidiot. Also, wenn ihr sowas seht, immer genau nachprüfen. Ich garantiere, es tut nichts Böses momentan. Was? Kann ich das Spoilersystem aufbauen? Ich habe hier Change-Funktionen. Ach ja, was das Ganze tut, ist, es setzt /nix auf in eurem Root. Dafür braucht es genau einmal sudo. Und danach arbeitet es nur noch in /nix und tut nichts mehr mit eurem restlichen System. Und es addet, glaube ich, zwei Sachen in eurem Profile, in eurem Home-Ordner mit Symlinks auf /nix. Und wenn ihr das Ganze wieder entfernen wollt, rm-rf/nix. Fertig. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Shells für Python oder so auch auf eurem Debian verwenden, weil es komplett unabhängig ist von dem Rest des Systems. Und für die ganz harten, geht auf die Seite https://nixos.org. Dort findet ihr ISOs für das eigentliche Betriebssystem, das auf dem Paketmanager aufbaut und die Services mitbringt. Installiert es euch in der VirtualBox und schaut einfach mal, wie es funktioniert. Das Manual ist ziemlich gut. Ist okay gut. Ist eigentlich ziemlich scheiße, aber sag's mal. Ja. Ja, ich hätte da ein paar Fragen zu. Das wäre so die erste. Ich habe mir spontan auch nichts erst aufgesetzt. Wollte jetzt auch Mail-Server installieren. Der taucht im Manual nicht auf. Was ich jetzt machen kann, ist mir irgendwie alle Options, die es zu Postfix gibt, in meine Config pasten und gucken, was ich brauche. Gibt es noch andere gute Doku-Quellen, die ich vielleicht noch nicht gefunden habe? Es geht um die Frage, wie Nix Doku funktioniert und wenn er jetzt einen Postfix installieren will, wie das aufgebaut ist und wie er da an Doku kommt. Es gibt drei Manuals. Es gibt das Manual für den Paketmanager an sich.
manual/manual/nix. Es gibt das Manual für das NixOS-System, wo die Options gelistet werden und was man mit Services machen kann. Und es gibt das Manual für NixPackages, ist quasi, wie man contributed zu dem System. Und es gibt die Möglichkeit, alle Optionen, die es halt für die Services gibt, einzusehen. Oder es gibt die Möglichkeit, den Source Code zu lesen. Also, die beste Quelle ist immer noch, den Source Code zu lesen, leider. Es ist sehr Developer-fokussiert, aber für geringe Einarbeitungszeit bringt es, glaube ich, gute Ergebnisse. Es ist nicht für Endnutzer gedacht, bis momentan. Ich würde sagen, eine Frage noch und dann... Achso, war das keine Frage? Okay, eine Frage noch und dann... Malicious Code in Nix Expressions. Es ist ein großes GitHub-Repo. Es gibt irgendwie so 50, 60 Leute, die mergen dürfen. Es wird alles, der Code wird reviewed normalerweise. Und es ist schwer, da malicious Zeug zu machen, weil rm-rf/ geht nicht während dem Build, weil das komplett abgeschottet ist. Und man kann natürlich Shell-Skripte in dem Build generieren, die dann, wenn sie gestartet werden, den Service so einrichten, dass er dann rm-rf als root macht. Ja, das wäre möglich. Aber es ist mir noch nicht passiert. Das hat man bei jedem Paketmanager. Das ist ein soziales Problem, kein technisches. Soziale Probleme sind völlig irrelevant, wie wir alle wissen. So, ich würd dann jetzt sagen, dass das VOG-Team ja das auch irgendwie schneiden muss und sonst was und irgendwann ja auch mal Schluss sein muss für alle. Würde ich sagen, ja, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr online zugeschaut habt oder sonst was. Wir sind jetzt gleich noch ein bisschen hier und können noch auf weitere Fragen eingehen, ja. Das Ganze so ein bisschen detailreich ist. Ansonsten war es das jetzt.